Hallo zusammen. Ich werde euch heute einige Pflegeprodukte und Make-up-Produkte vorstellen aus dem koreanischen Bereich. Also ihr wisst ja, koreanische Gesichtspflege sowie koreanische Make-up-Produkte sind momentan sehr populär, also schon seit geräumiger Zeit. Ich verwende die Sachen auch schon seit längerer Zeit und ich habe jetzt so richtig meine Favoriten gefunden, ohne die ich wirklich nicht mehr leben kann. Und diese möchte ich euch heute gerne zeigen. In der Schweiz gibt es nun bereits mehrere Shops, wo man die koreanischen Produkte bestellen kann. Mein persönlicher Lieblingsshop ist niasha.ch. Erstens, die Chefin ist so ein Schatz, also so eine liebe, tolle, hilfsbereite Person. Das ist unglaublich. Ja, ich finde sie einfach super. Ich finde ihren Shop super. Die Homepage ist sehr einfach und schön gestaltet. Sie hilft einem auch immer, wenn man Hilfe braucht bei der Auswahl. Die Auswahl auf der Homepage ist sehr groß. Also man bekommt von sehr vielen Marken bestimmte Produkte. Und ja. Deshalb möchte ich euch gleich zu Beginn sagen, dass ich all diese Produkte von ihrer Homepage habe. Und dann legen wir mal los. Also eines meiner allerliebsten Produkte ist dieses Treuer Röke. Ich kann diese Dinge nicht aussprechen, also entschuldigt bitte. Aber das ist so ein Serum mit Hyaluronsäure. Dieses Ding ist der Wahnsinn für trockene Haut. Also man kann ihn für jeden Hauttyp verwenden. Ich finde aber, dass es so richtig viel Feuchtigkeit spendet. Und normalerweise bin ich nicht so der Typ, der auf Toner steht, einfach weil ich noch nicht einen so guten gefunden habe wie diesen hier. Und ich kann wirklich nicht mehr ohne leben. Ich finde das Ding super. Es speichert die ganze Feuchtigkeit und ich habe das Gefühl, dass alles, was ich darüber auftrage, noch tiefer in die Haut eindringt. Also ich bin ein riesengroßer Fan davon. Passend dazu habe ich noch diese Ampulle, auch von der gleichen Marke. Es ist eigentlich gemeint, dass man die beiden Produkte zusammenmischt. Also ich habe hier auch etwa ein Viertel beigemischt. Den Rest verwende ich separat. Ich nehme davon einfach etwa 2 bis 3 Tropfen. Es heißt Anti-Trouble Formula Ampoule und dieses Ding spendet ebenfalls so viel Feuchtigkeit, es glättet die Haut, es beruhigt die Haut. Also falls ihr auch irgendwelche Ekzeme habt oder die Haut einfach nicht so will, wie ihr möchtet, dann kann ich euch dieses Ding auch sehr empfehlen. Auch dieses trage ich vor der Feuchtigkeitspflege auf. Es ist nicht ölig, es zieht sehr schnell ein und ich finde es einfach super. Ebenfalls ein solch flüssiges Produkt, welches einen Riesenunterschied bei mir bewirkt, ist dieses Time Revolution The First Treatment Essence Intensive Moist von Misha. Ist auch eine Art Toner. Es spendet auch sehr viel Feuchtigkeit. Ich habe das Gefühl, dass das wie eine flüssige Creme ist. Also es fühlt sich nicht creamy auf der Haut an, aber es gibt noch diesen extra Boost Feuchtigkeit. Ich kombiniere diese beiden Produkte auch sehr gerne, beziehungsweise diese drei, indem ich sie nacheinander verwende, wenn ich wirklich trockene Haut habe. Ach ja, ich habe euch gar nicht gesagt, wie das hier heißt. Das ist das Skin Complex Formula. Dieser Spray, die Formula. Und auch das hier. Wahnsinn. Ihr müsst nicht beide haben. Ich finde trotzdem, dass beide unterschiedlich wirken. Also das von Misha ist definitiv ein bisschen mehr auf Feuchtigkeit aus, wobei das hier nicht nur Feuchtigkeit spendet, sondern Feuchtigkeit auch, sagt man, Feuchtigkeit einsaugt und dort auch behält. Das hier spendet sehr viel Feuchtigkeit und ich finde es Wahnsinn. Vor allem abends finde ich es ganz, ganz toll. Als nächstes haben wir diese Claire's Midnight Blue Calming Cream. Das ist auch wirklich so eine ganz blaue Creme. Das seht. Sie ist relativ dick und
und wie es der Name ja schon sagt, für abends geeignet. Sie spendet auch sehr viel Feuchtigkeit, ist wahrscheinlich eher nichts für ölige Haut. Natürlich könnt ihr, wenn ihr dehydrierte Haut habt, könnt ihr das ja auch verwenden. Aber es ist vor allem etwas für trockene Haut, das sehr, sehr viel Feuchtigkeit spendet. Die Haut ist am nächsten Tag richtig geglättet, nachdem ich das verwendet habe, und fühlt sich einfach so weich an. Es sind keine trockenen Hautschüppchen mehr zu sehen. Also es ist auch super und ich habe es auch schon lange und bringe es fast nicht leer, weil man wirklich sehr wenig davon benötigt. Morgens, habe ich euch bereits in einem anderen Video angetönt, mag ich nicht unbedingt solche Produkte, die dick sind, weil ich einfach finde, dass das Make-up nicht so gut, also die Foundation nicht so gut darüber gleitet, beziehungsweise dann in meine Fältchen rutscht und einfach eine Katastrophe wird im Verlauf des Tages. Deshalb verwende ich morgens dieses Skin Food Watery Berry Emulsion, wie auch immer. Das ist eine ganz leichte Lotion, die ebenfalls, ihr werdet das Wort Feuchtigkeit jetzt wahrscheinlich 100-mal hören, weil ich wirklich trockene Haut habe. Das spendet Feuchtigkeit, zieht aber sofort ein und hinterlässt einen ganz, ganz weichen Film auf der Haut, sodass sich die Foundation oder der Primer darüber auch ganz einfach auftragen lässt und es stört auch überhaupt nicht. Also es verhindert nicht, die Foundation oder den Primer so zu wirken, wie es eigentlich wirken sollte. Ist eine super Lotion für morgens für trockene Haut und ich liebe es. Und wie ihr seht, habe ich ganz wenig davon verbraucht, benutze es aber schon seit Wochen, wenn nicht schon seit Monaten. Und ich finde es einfach super, wirklich Hammer. Ich weiß zwar nicht, wie ich das verbrauchen sollte oder wann, weil man braucht wirklich wenig. Dann switche ich rüber zu den Gesichtsmasken. Ich habe hier eine Skin Food Coconut Mask Hydrating Leave-On Type. Also das ist eine Maske, die ihr abends vor allem verwenden könnt. Natürlich könnt ihr das auch tagsüber, aber vor allem abends. Und dann müsst ihr sie drauf lassen. Müsst nicht. Es gibt keine Regeln. Ihr wisst aber, was ich meine. Es ist empfohlen, diese dann über Nacht drauf zu lassen. Die fühlt sich so speziell an. Sie ist so gelartig. Das sehen könnt, ist so. Ist wirklich so weich, gelartig. Und wenn ihr das jetzt aufträgt, ich weiß jetzt echt nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber sie bildet wie so Water Droplets auf der Haut, weil das Ölige quasi zuerst in die Haut eindringt, die Water Droplets danach auch. Und die Haut wird einfach so weich davon und wie gesagt, es wird ebenfalls sehr viel Feuchtigkeit gespendet. Ist aber trotzdem leicht, nichts, was irgendwie krass ölig oder fettig ist, also kann man definitiv auch verwenden, wenn man ölige Haut hat. Ich finde einfach, es pflegt sehr schön, es dringt wirklich tief ein, ist nicht etwas, was auf der Oberfläche sitzen bleibt, sondern macht die Haut wirklich zart und weich. Finde ich auch super. Wie ihr ja wisst, ich liebe Sheetmasken. Hier habe ich zwei davon als Beispiel. Das ist meine allerliebste Sheetmaske, diese Innisfree It's Real Squeeze Mask Kiwi. Das ist die feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske in Sheetmask-Form, die ich je probiert habe. Also ich finde die Wahnsinn. Falls ihr Trockenheitsfältchen habt, jetzt vom eher kühleren Wetter, das wir jetzt in letzter Zeit wieder hatten, dann ist das perfekt. Es ist super. Ich liebe es wirklich. Einfach auf das gereinigte Gesicht auftragen, 10 bis 15 Minuten drauf lassen, abnehmen und den Rest in die Haut einmassieren. Und ihr müsst euch danach auch nicht mehr eingremen. Also es fühlt sich ganz, ganz gut auf der Haut. Super toll. Diese Maske ist mit Schneckensekret. Ich weiß, das klingt so hässlich, aber es ist einfach super. Diese ist von Dr. Jart. Und heißt Time Returning Facial Mask with Advanced Nail Secretion Filtrate, Anti-Wrinkle and Nourishing.
Also diese glättet vor allem Fältchen, spendet auch Feuchtigkeit. Ich finde, dass diese wirklich gerade die Partie hier, die bei mir betroffen ist von Fältchen und auch die Stirn, das wird so gut gepflegt und es fühlt sich auch so toll an. Also vor allem dieses Schneckensekret macht die Haut sehr glatt und ich bin auch davon ein riesiger Fan. Dann habe ich ein Produkt für die Haare, Lador Eco Professional Perfect Fill Up Special Hair Clinic. Das ist so, das kommt in so kleineren Behältern, ist für einmal gedacht. Also dieses Ding mischt man mit der gleichen Menge Wasser. Ich leere das immer in ein Schüsselchen, fülle es mit Wasser und verrühre es dann sehr gut. Dann wird die Konsistenz ganz cremig und trage es dann auf den frisch gewaschenen Haaren auf, also wenn sie noch feucht sind, und lasse es einfach etwa eine Stunde bis eineinhalb einwirken. Danach wasche ich es aus. Man kann es mit Shampoo wieder auswaschen, ich mache es nicht. Und die Haare sind danach 2 Wochen lang perfekt. Also das hat eine sofortige Wirkung, enthält außerdem keine Silikone, hat eine sofortige Wirkung. Für etwa 2 Wochen sehen die Haare einfach so seidig und glossy aus. Das ist unglaublich. Ich habe es jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder gemacht. Ich weiß nicht, ob das so im Video auch rüberkommt, aber meine Haare sind echt gesund und glänzend, fühlen sich wirklich toll an. Und das ist die perfekte Kur. Also ich habe, vergesst einfach alle Haarmasken, weil das Ding ist das Beste, was ich je getestet habe. Und ja, ihr könnt es wirklich konsequent alle 2 Wochen verwenden. Ich mache es so etwa einmal im Monat und bin sehr zufrieden damit. Dann habe ich ein kleines Problem betreffend Sonnenschutz. Und zwar finde ich, dass alle Sonnencremen, Lotions, wie auch immer, einfach so fettig sind, so ölig. Und dafür habe ich die perfekte Sonnencreme gefunden. Das ist die hier von welcher Marke ist das jetzt? Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich werde es euch unten in die Infobox schreiben. Das ist so eine Mango-Sonnencreme. Ich finde, dass sie auch ein bisschen nach Mango riecht. Nicht ganz so extrem, ein kleines bisschen. Und die ist so leicht. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, wie viel Sonnenschutz das sie hat. 30, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Die lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut verblenden. Man sieht danach auch keinen weißen, wie sagt man dem, Cast auf der Haut. Und es ist nicht so fettig. Man kann auch Make-up darüber auftragen. Also es rutscht nicht herum. Zieht sofort ein und ich finde es einfach toll. Das ist die beste Sonnencreme fürs Gesicht, die ich gefunden habe. Sie ist natürlich auch für den Körper geeignet. Ich verwende sie aber gezielt fürs Gesicht. Ich finde sie einfach super. Dann habe ich noch 2 Make-up-Produkte zum Schluss. Und zwar die Skin 79 Super BB Whitening UV Protecting SPF 30 PA++ Anti-Wrinkle Gold. Ach, langer Name. Also, das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die erste BB-Creme, die auf den Markt gekommen ist. Sie ist so deckend, Leute. Sie ist so deckend. Sie kommt in einer anderen Farbe raus, als dass sie eigentlich auf der Haut, als wie sie sich auf der Haut entwickelt. Sie ist nichts für sehr dunkle Hauttypen, weil das Resultat ist schon ziemlich hell. Also ich glaube, so bis NC 2025 von MAC kann man diese verwenden. Und diese BB-Creme ist sehr dick. Man hat das Gefühl, dass sie relativ ölig ist, wenn man sie aufträgt. Ist sie aber überhaupt nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr tragt einen Pumpstoß, genügt. Ihr tragt sie auf, verblendet es am besten mit euren Fingern, weil so könnt ihr sie am besten einarbeiten. Und durch das, dass sie so dick wird, sich aber so gut verblenden lässt,
macht sie auf einmal diesen Effekt, dass sie bleibt einfach dort, wo sie dann ist und bewegt sich nicht mehr. Also wenn ihr sie eingearbeitet habt, dann könnt ihr gar nicht mehr machen. Dann ist sie dort, wo sie ist und fühlt sich einfach so gut an, ist absolut deckend, also eine sehr Full Coverage BB Cream und sie hält den ganzen Tag, sie lässt auch kein Öl durch, also ist auch super geeignet für ölige Haut, lässt überhaupt kein Öl durch, vor allem auf der Nase nicht, also ich habe es auf der Nase teilweise und die Haut bleibt matt, sieht so schön aus, ich liebe diese BB Cream über alles und verwende sie vor allem im Frühling, Sommer ein bisschen mehr, einfach weil sie diesen Sonnenschutz drin hat und die Haut dazu auch noch pflegt. Und dann habe ich zu guter Letzt noch diese Misha Magic Cushion Moisture SPF 50 PA++++ Foundation. Und das ist so eine typische Cushion Foundation. Sieht so aus. Wie gesagt, Sonnenschutzfaktor von 50, also Hammer, wo findet man das sonst bei uns in Europa? Fast nirgends. Diese Foundation deckt sehr gut, ist aber sehr leicht und sehr dünnflüssig. Ich finde sie einfach super. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen, außer dass sie den ganzen Tag sehr schön aussieht. Sie ist nicht matt, sie ist eher glowy und deshalb auch nichts für ölige Hauttypen. Mehr etwas für normale bis trockene Haut. Die sieht einfach den ganzen Tag so schön aus. Also man braucht sie auch nicht mit Puder zu setten, weil sie macht diesen hautechten, aber trotzdem glowy Finish, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, denke, boah, sehe ich heute frisch aus. Ich habe es jetzt heute nicht drauf, aber sie ist echt wundervoll. Kann ich absolut empfehlen und sie ist, sofern ich mich erinnere, auch mega günstig. Also günstiger als unsere Drogerie-Foundations, die wir hier so haben. Ich werde euch aber auf jeden Fall alle Informationen in die Infobox unten verlinken. Das wäre es nämlich zu meinen absoluten Favoriten. Also die Liste ist noch lang. Ich könnte noch viel mehr Produkte vorstellen. Ich habe mich einfach entschieden, meine Favoriten von den Favoriten vorzustellen, weil ich liebe koreanische Gesichtspflege und auch Make-up und ich könnte wirklich noch stundenlang davon schwärmen. Das sind einfach meine allerliebsten Produkte und ich hoffe, dass euch etwas davon auch gefällt oder neugierig gemacht hat. Ihr könnt die Sachen, wie gesagt, bei niasha.ch bestellen. Das ist jetzt überhaupt nicht in Zusammenarbeit mit Niasha, weil die liebe Anna, die Chefin, die weiß es noch überhaupt nicht, dass ich dieses Video gedreht habe. Ich mag den Shop einfach wirklich und bestelle dort regelmäßig, bin sehr zufrieden. Die Sachen kommen sehr schnell an, also es wird sofort bearbeitet. Und ja, das ist kein Kritikpunkt, aber ihr müsst teilweise wirklich schnell sein beim Bestellen, weil teilweise sind die beliebten Produkte sehr schnell weg und dann dauert es aber auch eine kleine Weile, bis die Produkte back in stock sind. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Schaut einfach mal vorbei auf der Homepage, was euch so interessiert. Ihr könnt überhaupt nichts falsch machen, weil ich finde wirklich alles, was ich bisher getestet habe, super. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch einen wundervollen Tag. Heute ist das Wetter ja schon ein bisschen besser. Genießt es und abonniert meinen Kanal. Gebt dem Video doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, also tschüss!